So. Wow, so. Weg hier. Okay. Und wir haben einen Weg zurückgefunden. Gut. Hier ist übrigens immer noch dieses blöde Kackrätsel. Also da unten mit der Grube. Die sieht von hier aus zu aus. Also offen aus, dass ich drüber gehen kann. Aber kann ich nicht. War da irgendwo ein Gegner im Wasser? Ich hoffe mal, die Wüste nicht respawnt. Genau, du sagst hier, the gate to the fifth shrine is hidden from sight. Ja, also das kennen wir ja schon. Hä? Da ist ein Knopf versteckt gewesen. Sag bloß das. Ja, das war das hier. Ein Secret. Mirakuis. Also ein Kyras. Ding. Moonstone Necklace und Munition. Nein, da will ich doch garantiert noch nicht wieder rein. Ich will jetzt erst einmal aussortieren gehen und ausmisten. Bei meinem blauen Kristall des Vertrauens. Ich habe sehr viel zum Aussortieren. Oh ja, nehmen wir dafür die Kiste für den Kleinkram. Also gerade für die Anhänger kann ich die Kiste nehmen. Also. Habe ich noch irgendwas Anhängermäßiges? Ich habe das Ding, also das Ding kann schon mal weg. Das Schwert brauche ich auch nicht mehr. In die Kiste wollte ich Anhänger und ähnliches packen. Haben wir hier noch zwei Stück? Hast du noch was in der Art? Nein, du hast nur das hier. Pfeile können mal bei dir bleiben. Die Plate kann weg. Das kann weg. Das kann rein, dann kann das auch weg. Das kann weg. Das ist die Nachricht. Über den einen Raum in der Pyramide. So, jetzt habe ich noch die Dinger hier. Das hier. Oh. Das kann auch in die Kiste. So. Jetzt hättest du wieder Platz für Heiltränke. Du trägst das auf jeden Fall mit dir weiter rum. Etwas essen. Die Blueberry Pie müssten wir eigentlich in die Vault bringen. Einfach, um sie aufzuheben für unseren Erfolg. So. Essen haben wir fast zwei Säcke voll. Da hätte ich das Essen reinstopfen können. So, du kommst dahin. Du bist nämlich eigentlich mächtiger. Also benutze ich dich auch lieber. Obwohl, für dich brauche ich ein Critical. Und im Augenblick ist das andere dann doch besser. So, jetzt speichern wir erstmal und dann nehmen wir das Windgate zurück nochmal. Weil das ist eine Wüste. LP 105. Und in einer Wüste kann man sich nicht vor der Sonne verstecken. Das ist... Wo ist es denn? Hier, das ist dieses Rätsel. Tun wir dich mal hier raus. Ach, tun wir auch den Meteorit raus, dann können wir das hier drin lagern. So. Genau dieses Rätsel. Meteor können wir mal wegmachen, übrigens. Ja, das Rätsel, da wo man sich nicht vor der Sonne verstecken kann, das ist... Ja, genau, das ist sogar eine Wüste, ist sogar als Wüste angegeben. Dort müsste man einen Baum finden, der einem den Weg zu einem Schatz weist. So. Gehen wir hier rum, da kommen wir schneller an die Leiter. So, hier hoch und dann gucken wir mal, wo uns das hier hinbringt. Einfach hierhin zurück.
Ja. Der da ist so gut gerade nicht so helle. Bin ich vielleicht auch nicht. Du stirbst ganz schnell. Damit ich dich... Wow. Aua, 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 aua. Irgendwie verdreschen kann. Genau. Wow. Du machst ja einen garstigen Rundumschlag. Au, da sind wieder Zombies. Genau, rennt da rein und sterbt. Wow. Das ging daneben. Das hat getroffen. Das macht keinen Schaden bei ihm. Habe ich so das Gefühl. Wow. Au. Im Feuer stehen ist ungesund. Ach so, das war das die Null von seinem eigenen Feuer. Wow, jetzt spuckt er auch noch Feuer und droppt einen Power Gem. Die Viecher droppen Power Gems. Wie geil ist das? Hätten wir auf jeden Fall schon mal den letzten Power Gem, um im im Wassertempel, wow, vorwärts zu kommen. Hey Kumpel, tu mir den Gefallen und stirb. Du verfolgst mich hierdurch hoffentlich nicht. Ich gehe mal kurz noch mal heilen und speichern, jetzt da ich den ersten besiegt habe. Du kannst mir auch hoffentlich dadurch nicht folgen. So. Einmal nachladen. Du dürftest noch nicht wieder aktiv sein, na, dachte ich mir. Rasten wir mal bis Mitternacht. Speichern, neues Licht und dann geht's wieder in die Wüste. Bei Nacht. Ist nicht nur arschkalt. Naja gut, wir könnten hoffen, dass dadurch das Feuer auch kälter ist. Und angenehm. Nein, machen wir uns keine Hoffnungen. Der würde uns kaputt brennen mit seinem Höllenfeuer. Aber wir wissen schon mal, wo wir Power Gems herbekommen. Jedenfalls zwei Stück. Insgesamt gibt es ja, glaube ich, 20. Können wir mal kurz in die Statistiken spicken. Ja, 8 Epic Items, Power Gems haben wir. Ja, es fehlen uns also noch 4 Stück. Und in der Hoffnung, dass der eine Golem da... Der da, genau, mit seiner groben Kelle. Genau, den wir gerade hier übelst verarschen können. Au. Oder auch nicht. Übelst verarschen, keine gute Idee. Weg hier kurz. Du mach mal einen Heiltrank. Dann schicken wir uns gleich mal wieder in den Ring. So. Ist gut, dass wir hier abhauen können. Wenn uns nicht gerade die Mumie im Weg steht. Ich glaube, wir ignorieren den Dicken erstmal, locken ihn ein Stück weit weg. Okay, es sind noch immer sehr viele Mumien unterwegs. Da ist der Baum übrigens, den ich gemeint habe. Was gibt's hier? Einen blauen Kristall. War ja klar, selbst hier in dem Gebiet müsste es einen geben. So. Genau, sterbt einfach und sollte der Dicke kommen, müssen wir halt die Beine in die Hand nehmen. Wobei, ich höre den Dicken schon.
Genau. Ich habe seinen Schatten gesehen. Sie sind nicht ganz die intelligentesten. Ich glaube wahrscheinlich, weil sie keinen mehr haben, der sie kontrolliert. Sind sie öfter mal orientierungslos. Ja, das sind immer noch so viele Mumien hier. Sterbt einfach. Die wollen mir den Gefallen irgendwie nicht tun, einfach so zu sterben. So. Ja, Vorsicht vorm Dicken. Ja, genau, das ist der Baum, den ich gemeint habe. So, Mana-Trank rein. Pfeifen, das ist nicht gut. Hier schneidet mir gerade nämlich den Fluchtweg ab. Bolzen ist dafür gut. Ich habe immer noch das Gefühl, die will spawnen. Obwohl, es werden immer weniger. Ja, da soll mir noch einer sagen, die Wüste lebt. Die Wüste ist untot. Wow. Okay, nicht einkesseln lassen. Sind zwar nur stinkende Mumien. Aber sie haben... ja, ganz toll. Warum musst du jetzt auch noch kommen? Dich habe ich gar nicht gestellt. Ja. Mist. Ihr sterbt bitte sehr schnell. Hinter mir ist auch noch einer. So, raus da. Todesfalle. Ich habe wirklich das Gefühl, Mumien will spawnen. Hier. Auf jeden Fall ist der Dicke da. Au. Obwohl, langsam sieht die Wüste etwas ausgedüngt aus. Da liegt Muni. Zion für dich. Ja, es sieht langsam wirklich nach wenig aus. Wow. Aber der da kann nerven. Ja. Dem muss ich gucken, dass ich ihn loswerde. Wow. Au. Ich glaube, ich muss mich erstmal zurückziehen und mich heilen. Na, ein bisschen geht noch. Wow. Ich hasse dich. Habe ich das schon mal gesagt? So, hier sitze ich jetzt zwar fest. Aber ich kann noch wenigstens die Truppe hier töten. Ehe ich mich ins Portal zurückziehe. So. Gut. Und ich nehme mal wahrscheinlich an, der blaue Kristall ist immer noch wieder deaktiviert. Muss ich eben noch ein bisschen warten. Jo. Und ja, ich benutze nicht den anderen blauen Kristall in der Wüste, weil das halte ich für puren Selbstmord. So, speichern und alles gut. LP 107, und ich brauche jetzt irgendwas zur Beruhigung. Das ist wirklich böse gewesen, diese Wüste, und wir haben sie noch nicht mal fertig erkundet. Ist mir auch viel zu gefährlich. Also, bis dann.